Bist du hier, Manuel? Ja. Ja, was denn? Also McLaren lohnt sich gewaltig, Manuel zu fahren. Hier auf der Strecke jetzt oder Oder generell? eigentlich immer, weil die Automatik schaltet unglaublich früh hoch. Und zum Beispiel den vierten Gang brauchst du bei dem Auto nur an ganz wenigen Stellen und mehr als den vierten sowieso nie. Der dritte geht halt eben bis 316 km/h und das reicht eigentlich für ziemlich viele Sachen aus. Ich bin jetzt gerade im vierten hier, aber Nee, das ist vierte, wahrscheinlich. hier ist nichts vierter. Nach diesem, in dem Waldstück, wo es bergab geht, da kann man, je nachdem, wie man es trifft, da kann sich der vierte lohnen. Aber halt auch echt nur dann, wenn du es dann schaffst, mehr als 316 km/h rauszukriegen. Sonst hat es sich nicht gelohnt, hättest du auch im dritten bleiben können. Jetzt ist es dann eh für mich gelaufen. Im einen Baum oder Mega-Jump hier. Schild? Was? Beim Baum hängen geblieben oder beim Schild oder wo? Ja, jetzt bin ich auch noch beim Schild hängen Ja, geblieben. beides, okay. Oh Mann. Ja, nee, der Jump war richtig, ist richtig nicht ausgegangen. Ja, du musst auf der rechten Seite abspringen und im Wesentlichen da, wo so der Übergang zwischen Teer und Waldboden ist. Ja, und vor allem vom Gas gehen Nee, wahrscheinlich. nee, nee, flat. Alles flat. Hier ist nirgendwo vom Gas gehen bei der Strecke. Ja, zum Beispiel diesen U-Turn, wo du gleich reinkommst, einfach einen Gang runter, kannst du Vollgas bleiben. Ah ja, der eine, ja, an diesem See, ne? Ja. Ja. Bin ich jetzt rausgeflogen, ein bisschen. Ja, du musst vorher schon wirklich ausholen, also zum Ausholen nach rechts von der Strecke runterfahren. Und jetzt bin ich. Ah, Gott. Gegen die Sandplatte gekommen. No, Skyfire, okay. Dachte, das wäre da wäre. Da stand bei mir so ein Schild einfach mitten auf der Straße. Das war auch geil. Ja gut, das ist dann hast du es wahrscheinlich in der ersten Runde da weggekickt und dann ist es da stehen geblieben. Und dann ist es da stehen. Genau ausbalanciert, Ja. aufrecht stehen geblieben. Zufälle gibt es, die gibt es nicht. Glückwunsch, du bist Zweiter. Ach ja. Den hat er jetzt irgendwie gar nicht gelockt bei mir in ASIC. Komisch. Tja, und jetzt? F50 oder F1? Den F1 nicht, weil Ravage hat den F5. Ja, dann bleiben wir bei F50. Ich wünsche euch noch viel Spaß, ich gehe. Alles Ja, klar. okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. User disconnected from your channel. Das bringt, glaube ich, nichts. Habe ich mich aber auch gerade gefragt. Ich meine, okay, du könntest da vielleicht ein bisschen mehr ausholen, aber ist ja nicht so, dass danach eine relevante Kurve kommen würde. F50 hat ja eine süße Hupe, mein lieber Mann. Ja. Jetzt bedenke den Preis von dem Auto. Millionen, Alter, ist ja heutzutage wert. Ja, keine Ahnung. Auf Bestimmt jeden mehr als Fall. 10 Euro. Millionen, Alter. So eine geile Karre.
Ach Gott, ich dachte jetzt Ende, ja. Jetzt kommt dieser blöde LM noch vorbei. Naja, keine Chance. Echt eine erbärmliche Hupe. Ich hab einen Doppler-Effekt auch noch. Ja. Was? Ja, und den CLK kann man eigentlich fast überall Automatik fahren. So. Das Ding ist halt, du verlierst beim Schalten, Geschwindigkeit kurz halt eben, ne? Und beim manuell Schalten verlierst du dann mehr Geschwindigkeit, als weil die Automatik schaltet. Wieso das? Ist halt so, ist im Spiel so eingestellt. Keine Ahnung, wo man das ändern könnte. Okay, dann ist ja Automatik eigentlich viel besser. Nee, weil die Automatik scheiße schaltet. Außer beim CLK, da schaltet sie echt gut und es sind halt eben eine ganze Menge Gänge, die benutzt werden. Okay, das ist ja interessant. Das heißt, es gibt ein paar Strecken, Alpine Trail oder sowas, wo man eigentlich auch fast in nur ein oder zwei verschiedenen Gängen fährt. Da lohnt sich manuell beim CLK und bei vielen, vielen anderen lohnt sich's nicht. Aber es sind nur ganz wenige Autos, wo sich Automatik echt eher lohnt. Ja, eigentlich wüsste ich jetzt gerade nur den CLK, vielleicht gibt es noch andere, aber... Ich würde es nicht glauben, es hat mir Demon mir irgendwann mal erzählt, dann habe ich es halt ausprobiert. Bei irgendeiner Strecke, wo es kurz nach dem Start einen Sprung gibt, ich weiß auch nicht, war es Scenic oder irgendwie sowas. Einmal mit Automatik bis zu dem Sprung gefahren, aufgenommen, guckt, welche Geschwindigkeit ich hatte in dem Moment, wo ich abhebe vom Sprung und dann versucht den manuell die gleiche Geschwindigkeit bis zum Sprung hinzukriegen. Keine Chance. Boah, okay. Also quasi einfach nur der Start bis... Nee, es war nicht der CLK, es war irgendein anderes Auto. So. Beim Start verlierst du quasi immer mit manueller Schaltung. Aber das ist halt nicht viel. Und danach schaltet die Automatik einfach scheiße im Sinne von, dass sie quasi immer im Gang zu hoch ist. Nicht immer, aber häufig. Und dann gewinnst du halt manuell einfach, weil du im richtigen Gang fährst. Ah, gibt's ja nicht. Das hat der 3 von 3 Rennen gewonnen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Nicht schlecht. Der erste gewonnen. Der Skyfire, ja, okay. Glückwunsch, du bist Zweiter. Ausgeglichene Runde hier, Gott. Ja, ist nicht schlepp. Jetzt fehlt halt eben noch Dingsy hier, wie heißt der? Meteor. Meteor ist echt sauschnell. Ja, ich glaube, da nehme ich auch lieber den LM, oder? Naja, mal sehen, was Rabbit stimmt. Ja, wechselt's auch auf den LM, der LM ist schneller. Oh, nee, alles gut.
Hier werde ich sowieso da so verkacken. Oh Gott, gleich auch echt die erste Palme mitgenommen. Das Schöne ist, die Strecke ist wenigstens lang. Da kann man noch was ausgleichen. Es wäre so geil, wenn man die ganzen Add-ons irgendwie hinzufügen könnte. Was meinst du mit Add-ons hinzufügen? Ja, Autos. Es gibt ja so viele Add-on-Autos für Hot Pursuit 2. Aber es gibt halt einfach noch keine Möglichkeit, sie hinzuzufügen. Man muss sie halt immer ersetzen. Wäre so geil. Ja, bist du die Abkürzung gefahren? Die bringt nichts. Ja, das war. Oh, ich weiß es eigentlich, aber es ist irgendwie Reflex. Bremst dann ja nur aus, ne? Ja, auf jeden Fall wirst du nicht schneller. Das war ein langer Sprung. Ah, da musst du bremsen vor dem Sprung. Ja, ich merk's, voll verkackt. Puh, das war zwischendurch mal richtig Adrenalin. Boah, warst du weit vorne. Ja, die zweite Runde war ziemlich gut. Am Ende halt ein bisschen auf Nummer sicher genommen, nachdem Skyfire zurückgefallen waren. Aber an Skyfire vorbeizukommen war echt Arbeit. Du hast das Rennen gewonnen. Automatik. Bitte?
Das ist immer wieder auf Automatik. Ja, Default ist Automatik immer, ja. Oh nee. Oh. Schön gewickelt. Oh Mann. Hast du das gesehen? Du bist doch Erster. Nö, nö, ich war letzter die ganze. Ich bin immer noch. Ich meine, ja, jetzt bin ich halt vor dir, aber. So. Eieiei. Ich hab gesehen, wie du dich da so rumgerollt hast. Und jetzt wickelt Skyfire sich beim Sprung und damit bin ich Erster. Jetzt fliege ich schon wieder bei der blöden Abkürzung ab. Bitte abkürzen, nicht so. Du bist Zweiter.
Das ist noch was hier. Bitte? Hoffentlich wird es noch was hier. Was meinst du mit, das was wird? Ja, hoffentlich wird es noch was hier bei mir. Ach so, ja gut. Also wenn du jetzt vor kurzem erst angefangen hast, überhaupt online zu spielen, verstehe ich es eigentlich gar nicht, wieso du überhaupt mitkommst. So gesehen schon deutlich besser als erwartet. Na gut. Cockpit-Sicht hier ist echt sowas von essentiell. Vorbei geschossen und ist in die Wand gerammt. Das kann nur ich. Eigentlich das Ravage nie Highstakes mitfährt, ne? Ja, irgendwie nicht, oder er darf nicht wegen seinem, weil er wegen diesem Glitch den einmal benutzt. Nee, es ist glaube ich einfach nur, ich hatte es auch mal probiert, also der fährt ja ziemlich viel IP-Launch. Und das ist halt ein komplett anderes Setting von Highstakes. Oh, ja, ich habe doch auch mal mit zwei Ordnern. Genau, man müsste halt zwei Ordner machen, das ist halt, ja. Oh, Alter. Hier dann halt jedes Mal umbenennen. Ja, warum er das nicht macht, weiß ich nicht. Ja, oder halt, weil es so viel Arbeit ist. Ich meine, die ganzen Strecken sind ja häufig, zumindest Custom-Strecken, Custom-Autos oder sowas. Muss halt alles immer üben. Er misst ja nur den Ordner, den Dennis hochgeladen hat. Ja, rein technisch könnte er dann mitfahren, aber dann muss er halt trotzdem vorher die Strecken und alles üben. Und gegen die normalen Strecken kann er halt einfach so mitfahren. Ne, bei Nice sind es ja nur die normalen Strecken, bei HP2 sind es nur die normalen Strecken, die man sowieso kennt und sowieso fährt. Nur bei Need for Speed 4 sind es halt immer irgendwelche anderen Strecken, die man eigentlich erstmal üben müsste, was halt einfach echt Zeit kostet. Ne? Benzer. Ich hatte mal alle Add-on-Strecken, die es gibt, installiert, aber okay. muss ich noch machen, die alle wieder zu installieren. Ja, ich konnte mich an Need for Speed 4 überhaupt nicht mehr erinnern, als ich hier dann zum ersten Mal mitgefahren bin. Ich meine, ich hatte das zwar garantiert auch irgendwann vor 100 Jahren mal, aber ich konnte mich an nichts erinnern. Also das habe ich wohl nicht so viel gespielt. Wie lange macht ihr das eigentlich schon? Dieses Sonntags... Also dieses THR-Dings, die gibt's glaube ich schon verdammt lange. Ich bin da ja auch erst seit kurzem sozusagen dabei. Also seit einer Saison jetzt sozusagen. Irgendwann in der Mitte der letzten Saison eingestiegen. So ein Jahr oder so.
Nö, nö, die Songs sind kürzer als ein Jahr. Ah, ich weiß gar nicht mehr, wann das eigentlich war, aber auf jeden Fall irgendwann während der letzten Saison. Also noch keine komplette gefahren. Ich glaube, Dennis macht so schon sehr, sehr und lang. Dennis ist der Einzige, der immer und es schon immer gemacht hat, sozusagen. Ja, das ist mir auch aufgefallen, weil er hat so alte Versionen von Strecken, die es online gar nicht mehr gibt. Ohne Scheiß, ich hatte echt am Ende 20 Strecken, die es online nicht mehr zu finden gibt. Das war voll krass. Voll die Bereicherung. Ja klar, die ganzen Webseiten und sowas von damals gibt's alle nicht mehr, die ganzen Foren, alles tot. Alles, was da eventuell mal verlinkt oder hochgeladen war, alles weg. Soll Dennis echt mal mein Archiv geben? Oh, Meteor. Oh, das hört sich ja nach Spaß an. Der Sieg gehört dir. Ach ja, sein Tastatur war ja irgendwie kaputt oder sowas. Wireless Keyboard. Ich habe ein Keyboard mit einem DIN-Stecker und von da per Adapter auf PS2. Und das hat mein Mainboard zum Glück noch. Ja, glaube ich. Nee. Oder, nee, doch, das ist echt. Ah, Skyfire hat keinen Wagen gewählt. Welcher Wagen ist eigentlich am schnellsten? Entweder der LM oder der CLK, hängt von der Strecke ab. Wo fahr ich denn lang? Ah, dreh doch! Im Prinzip ist der CLK halt eben viel wendiger, also alles was viele Kurven hat, ist dann eher so CLK-Land. Also hier wäre zum Beispiel eigentlich CLK. Und all diese Waldstrecken, fast alle, sagen wir mal, lieber ist eher LM. Oh Gott. Ich glaube, ich hätte auch lieber CLK nehmen sollen. Hatte noch den CLK genommen. Ja, Ravage und Doom. Thank you.
Oh Mann, das wird nichts mehr heute. Jetzt kommt Verwitz noch an. Ich muss aber auch völlig unmotiviert nochmal an die Wand fahren. Ja. Du bist Zweiter. Gut. Ja, ich muss das nehmen, was Meteor nimmt. Das. War ja sowieso nur aus Jux mit, ne? Oh ja, und ein bisschen üben ist auch nicht schlecht. Genau. Thank you.
Mann, Meteor und Skyfire betteln sich dann ganz gewaltig die ganze Zeit schon. Wow, okay. Die haben doch unterschiedliche Autos, oder? Ja. Ja gut, aber es sind die beiden schnellsten, also LM und CLK. Ey, was ist denn bei Meteor los? Der baut ja gerade voll die Scheiße. Ja, ich habe zumindest irgendwann gesehen, dass er zurückgefallen ist, aber... Ja, wenn man einmal raus ist, dann, dann ist es vielleicht auch ganz schnell vorbei. Mit der Konzentration und allem. Ich bin irgendwie immer noch Fünfter. Ja gut, du hast einen Ferrari oder so, ne? Ja, aber ich habe gerade eigentlich Meteor überholt, das ist ganz komisch. Achso, dann kann es sein, dass die Anzeige einfach nicht stimmt. Manchmal spinnt die. Vielleicht hat er einen zu hohen Ping, ja, das kann... Nee, es gibt gerade bei Palm City, meine ich war, es gibt mindestens eine Stelle auf der Strecke, wo es einfach immer falsch anzeigt. Und dann hüpft es danach aber wieder richtig. Aber hier wirst du in der Tat immer noch als Letzter angezeigt. Und Meteor ist Dritter. Ja, Meteor ist im Ziel. Ja, dann hast du ihn vielleicht nur überholt, weil er gerade vom Ping her geleckt hatte. Ja, das meine ich. Du hast das Rennen gewonnen. Ja, der kommt irgendwie aus Bangladesch, meinte ich, hat er gesagt. Oh ja. Das ist dann schon ein etwas höherer Ping. Was soll das? To warm up, okay. Ja, ich schätze, Skyfire mag den CLK einfach lieber hier. Ist auch ein bisschen Geschmackssache. Hey, was denn? Und ob du LM oder CLK bei manchen Strecken lieber magst. Und hier wäre halt gerade so eine, wo du ja sowohl mit CLK als auch mit LM gut unterwegs sein kannst.
schon. Pitch ich da einfach raus. In diesem Kreisel oder so? Nee, dieser eine Shortcut, wo man so weit außen anfangen muss, dass man da reinkommt, da unten. Da, das war so knapp und dann glitsch ich einfach dran vorbei. Ah. Steck ich da an diesem Karussell fest. Zwischen den Bänken. Wunderbar. Könnt ihr mich eigentlich spectaten oder? Nur wenn man kein Auto wählt, dann spectatet man den, der zuletzt das Auto gewählt hat, also der als letzter in Start geht. Also die mitfahren, können keine anderen spectaten. Ich meine, wenn sie jetzt durchs Ziel sind, nee, so. Nee, wenn sie mitgefahren sind, können sie nichts machen. Nur wenn sie halt nicht mitfahren. Wenn sie nicht fahren halt eben, dann kann man andere, also einen anderen beobachten. Nämlich den einen, der zuletzt losgefahren ist. Du bist Zweiter. Ravage-Hosted ganz schön lang. Na ja, gut, der wollte wahrscheinlich schon längst Schluss machen, auf einmal kamen so viele. Ja. Oh nein, jetzt habe ich Automatik. Oh, kannst ändern. Wie? Einfach neu auswählen. Escape, Wagen wählen, was auch immer du willst. Hast du gewählt oder noch nicht? Ja, ja. Okay. Also, sobald der letzte wählt, geht's dann los, aber davor kannst du noch ändern, wie du willst. Ja, endlich eine andere. Dumme Map, dann vertrag ich gar nicht. Tropical, wie heißt die? Sunset. Bild. Sein Gewicht. Ja, an der Wand gewickelt. Eigentlich klappt das. Das mache ich auch so, da an der Wand einfach langrutschen. Gar nicht erst versuchen einzulenken. Klappt sowieso nicht. Okay. Also Rail an der Wand langrutschen.
Weil wenn du fürs V4 wirst, du ja schrecklich langsam. Bei Nice ist es schlimmer. Sobald du nur so ein bisschen irgendwas berührst, verlierst du Geschwindigkeit bis zum Abwinken. Ja, okay. Und hier kannst du ja... Was ist mit Meteor passiert? Achso, na, nur geleckt wahrscheinlich wieder. Und bei HP2 kannst du relativ gut an der Wand langrutschen. Also es gibt nicht viele Stellen, wo es was bringt oder wo es geht, aber es gibt halt eben welche. Und die Abkürzung, da ist einer. Das Meteor ist wirklich gecrashed oder war das wieder nur Lag? Man weiß es nicht. Irgendwie langsam geworden. Aber bisher ist er nicht wieder aufgetaucht. Ist er vielleicht ich wirklich glaub, gecrashed? Bei mir bist du Erster. Oder ist Ravage Erster? Nee. Du kannst übrigens, ich habe irgendwo im TRR Discord-Channel, ansonsten könnte ich dir auch so schicken, Skins für den LM und den CLK. Also quasi, dass du verschiedene Farben auswählen kannst für die beiden Autos. Oh, das wäre geil. Da könntest du zum Beispiel auch sehen, dass ich ein rotes Auto habe. Da kann man auch ganz gut sehen, wer ist. Auf der Karte halt eben. Oh, das ist nice, ja. Ja, dann schicke ich dir das nachher einfach mal. Ja. Quasi einfach bloß zwei Dateien, die musst du dann in die Ordner reinkopieren. Ist die K-Viv? Ist die K-Viv und die irgendwas INI, Definitions INI oder wie sie hieß. Death Racers INI oder so, ne? Ne, Racers. Na, ich weiß gerade nicht, wie die hießen. Ah, die habe ich vor 100 Jahren irgendwann mal gemacht. Jetzt bin ich gerade noch dabei, für den Porsche Carrera GT auch welche zu machen. Der hat ja auch bloß eine Farbe. Also irgendwie auch nervig. Die halt standardmäßig eben. Also den LM gibt's ja nur in Orange in Wirklichkeit. Deswegen wahrscheinlich. Ob es den in Wirklichkeit nur in Orange gibt, weiß ich nicht. Ich meine, wenn der Kunde sagt, ich will ihn in Neongrün, dann kriegt er den auch in Neongrün bei dem Preis. Ja, ja, Kunde wird schwierig, weil das ist halt ein Rennauto, was es nur, also den gibt es wahrscheinlich nur ein paar Mal auf der Welt. Also den F1 gibt es ja nur 70 Mal und das ist jetzt auch immer im Schrumpfen. Ja, sie werden nicht mehr, genau. Ja. Und F1 habe ich schon mal in echt gesehen, LM noch nicht. Was, aber, echt? Ja, bei BMW. Da gibt es nur 70 Stück, ne? Da gibt es nur 70 Stück. Ja, ist nicht schlecht, ja. Ja, irgendwo, bei irgendeinem Event waren wir bei irgendeinem BMW-Werk bei einer Führung. Und da hatten sie einen rumstehen.